Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Seit über 7 Jahren bin ich hier auf YouTube präsent. Ich glaube, ich habe im August oder September 2013 diesen YouTube-Kanal gestartet. Ende 2017 ist der Henry bei uns eingezogen. Den hatte ich ja, oder wir hatten ihn schon 2016 auf Sardinien besucht. Da hatte ich auch schon einige Videos mit dem Henry gemacht. Und dann hat er sich irgendwann überlegt, er möchte auch gerne einen YouTube-Kanal starten. Wie gesagt, Ende 2017 ist der Henry bei uns eingezogen und da waren es schon 2 YouTuber unter einem Dach. Ich habe ja 2 Jungs, die sind 11 und 15 Jahre alt aktuell und irgendwann kam bei ihnen auch das Interesse auf, auch einen YouTube-Kanal zu starten. Mein Jüngster hat, glaube ich, letztes Jahr im November seinen YouTube-Kanal gestartet und mein Ältester in diesem Jahr. Und kürzlich habe ich mit den beiden und mit dem Henry ein Gespräch geführt. Wir saßen gemütlich im Wohnzimmer und haben einfach so miteinander gesprochen, 4 YouTuber unter einem Dach. Das wird jetzt so eine Podcast-Version sein, beziehungsweise Audio-Version. Ich werde noch Fotos oder Videos dann einfach noch einblenden. Das ist vor allem jetzt was zum Hören und ein bisschen was zum Sehen. Los geht's. Juhu! Wir sitzen jetzt gerade hier zu viert auf unserem Sofa, der Henry, der Simon, der Silas und ich. Du sitzt auf dem Tisch. Du musst sagen, ja, ich sitze auf dem Tisch. Du musst sagen, der Henry, der Simon, der Silas und der ich. Und der ich. Ja. Das Video heißt ja auch für YouTuber unter einem Dach. Und der erste YouTuber von uns oder die erste YouTuberin war ja ich. Dann habe ich einen Henry damit angesteckt. Das war 2016. Da haben wir ja eine ganz tolle Videoreihe gemacht zur Rohkost. Und das hat Henry schon so gut gemacht. Und hat sich dann auch, du bist ja auch, sag ich mal, so eine Inspirationsquelle für viele, die die Ernährung umstellen wollen und fasten oder auch geworden in den letzten Jahren. Also wenn du nicht auch zu YouTube gegangen wärst, da hätte echt was gefehlt, lieber Henry. Danke. Und ja, Henry macht ganz tolle Videos. Henrys Kanal heißt Henry Lob, den verlinkt man gleich mal oben in den Infokarten. Und ja, und dann plätschert das so nach. Ich glaube, wer hatte von euch den Simon? Silas? Ich. Der Silas, der ist jetzt 11. Er hat schon immer gesagt, ich will auch einen YouTube-Kanal. Dann hattet ihr mal einen. Da habt ihr dann so verschiedene Sachen hochgeladen. Mal Gaming, dann glaube ich mal Papierflieger basteln. Aber das war dann, ihr seid halt so unterschiedlich von eurem Wesen und habt auch unterschiedliche... Ja, wir haben halt einfach keine Videos mehr hochgeladen, weil... Ja, jeder wollte das ich ja anders... Ich konnte mich auch mit diesem Schneidi-Programm nicht... Ich habe das alles nicht gecheckt. Nein, ihr wolltet auch, dass euren Kanal individuell erstellen. Und dann hast du hast dann einen Kanal gestartet. Das war letztes Jahr im November, glaube ich. Also vor einem Jahr, knapp vor einem Jahr. Was machst du für Videos? Ich mache Gaming hauptsächlich, aber manchmal lade ich auch zum Beispiel Videos über Jackie hoch, über den kleinen Hund. Aber bis jetzt habe ich erst 1. Es werden aber noch mehr kommen. Und ja, manchmal mache ich auch Unboxings, auch mit Henry. Unboxing. Ja. Was ist denn dein bekanntestes Video? Oder nicht dein erfolgreichstes Video? Mein erfolgreichstes Video hat 1500 Aufrufe und es ist das Haufe Schokomilch-Video. Hast du auch mit Henry zusammen gemacht? Ne? Ja. Hast du wirklich gut gemacht. Und was gefällt dir am meisten am YouTuber sein? Einfach zum Beispiel, dass ich Leute auch vielleicht damit inspirieren kann, selber YouTube zu machen oder dass ich denen vielleicht helfen kann. Oder vielleicht den Tag verschönern kann oder sowas. Ja, ich finde auch, du hast ja wirklich einen ganz guten Unterhaltungswert. Gerade bei deinen Gaming-Videos, da muss ich öfters mal lachen. Finde ich eigentlich, dass du das ganz gut machst. Und was ist die größte Herausforderung beim Videos machen? Also das Leichteste ist eigentlich sogar das Aufnehmen. Das ist eines der leichtesten Sachen. Das Schwierige ist das Schneiden, weil da muss man sich erstmal... Also, das macht nicht jeder, aber ich mache das so. Ich gucke mir das Video an, gucke mir dann so an, was könnte ich da reinpacken. Und wenn ich halt nicht weiß, wie das funktioniert, gucke ich mir dazu einen kurzen Tutorial an und versuche das dann auch so umzusetzen und reinzupacken. Und ja, die größte Herausforderung ist eigentlich das Schneiden. Oder wenn mal irgendwas nicht funktioniert, dann ist das auch scheiße, weil dann kann man erstmal keine Videos hochladen. Bei mir ist es so, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist es halt scheiße, weil dann kann ich erstmal keine Videos hochladen, bis es funktioniert. Und dann ist es halt doof. Du hast dich ja letztens auch in ein anderes Schneidprogramm reingearbeitet. Mhm. Da hast du auch
ziemlich geschwitzt und gekeucht, sage ich jetzt mal so im übertragenen Sinne. Hm? Aber du hast dich da reingefuchst. Ja. Das fand ich auch so interessant. Das heißt befuchst? Ja, reingefuchst. Also du hast dich einfach da reingekniet. Da gibt es ja verschiedene Umschreibungen, wie man das so beschreiben kann. Es müssen noch mal Heinrich und Simon reden. Ja, das kommt noch. Reden. Das kommt noch. Simon, du musst auch reden. Und wie bist du dazu gekommen, jetzt doch YouTube zu machen? Also wir sind ja praktisch schon... Du wolltest ja eigentlich gar nicht. Ja, weil ich das Einhorn wollte und sein Selbstvertrauen zerstören. Du wolltest ein Einhorn? Du wolltest ein Einhorn haben? Nein, ich wollte dich einholen und dein Selbstvertrauen zerstören. Was macht dir am meisten Spaß? Hast du jemanden nicht eingeholt? Achso, nee, erstmal, was machst du eigentlich für Videos? Gaming. Was ist so dein bevorzugtes Spiel? Was machst du eigentlich nur eins? Fortnite. Und was macht dir am meisten Spaß daran, jetzt YouTuber zu sein, Videos hochzuladen? Das Schneiden eigentlich. Das Schneiden. Welches Schneidprogramm nutzt du? Filmora. Hast du dich da selber reingefitzt? Ja. Und ja, ich kann mich erinnern, und so gut sogar, dass du uns noch Sachen zeigst. Henry und ich, wir haben auch dieses Schneidprogramm auf unserem Mac. Und ja, das ist spannend, dass du dann noch so viele, dass du dich so sehr mit dem Programm beschäftigt hast. Ich kann viel, du auch, ne? Du hast auch irgendwas übernommen, ja. Henry. Einiges, ja. Einiges, was er dann so ist. Immer interessant mal zu schauen. Und was ich dazu sagen möchte, der Simon hat auch schon für mich Videos geschnitten und macht auch seit Mai. April. Seit Mai? Nee, das war Ende Mai, wo wir im Erzgebirge waren. Da hast du dir eine App auf dein Handy runtergeladen und machst seitdem unsere Thumbnails, also meine Thumbnails und deine. Und meine auch! Und ich vergesse meinen zu verlinken, weil ich dumm bin. Ja, möchtest du erstmal bei Gaming bleiben, oder? Ja, erstmal. Also bei dem... Ich bin cool! Was? Also bei Filmora ist es halt so, es ist ein sehr einfaches Programm für Anfänger, aber ich merke jetzt, ich kann zum Beispiel verschiedene Sachen nicht machen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Video schneide und ich möchte, dass ein Teil rückwärts abläuft, das kann ich halt beim Filmora nicht machen. Mhm. Gibt es da ein Schnellprogramm, was gut dafür geeignet ist? Das ist ja, DaVinci. DaVinci, okay. Kennst du das, Henry? Ja, vom Hören. Ich habe es auch mal bei einem Video von mir gesagt, ich würde oder wollte eigentlich DaVinci Resolve benutzen, aber es hat nicht funktioniert. Also der Greenscreen-Effekt, wenn ich da irgendwas machen wollte, dann ist das Programm abgestürzt. Deswegen benutze ich jetzt Adobe Premiere Pro. Hashtag Werbung. Willst du noch irgendwas sagen? Okay. Wir haben so viel. Ich habe mir gedacht, wir sind immer die Plappertaschen. Henry hat doch noch weniger. Naja. Ja, Henry, du musst doch noch. Ich halte mich mal ganz dezent zurück. Nee, du musst auch reden. Du hast auch zum Video. Für YouTube nur einem Dach. Das Schöne ist ja auch, Henry, wir haben dich ja 2016 in Sardinien besucht. Mhm. Und sind auch zusammen gereist. Sizilien, La Palma, nochmal Sizilien. Also wir waren jetzt ein paar Mal schon zusammen auf Reisen. Also es gibt ja auch immer Videos, eigentlich Reisevideos, wo wir irgendwie zusammen sind. Oder du sagst mal was, die Jungs sieht man mal von hinten. Das ist eigentlich ganz witzig, dass ihr seid eigentlich schon viel länger YouTuber, als ihr denkt. Also zumindest kommt ihr in meinen YouTube-Videos oft vor. Trotzdem hat mich keiner abonniert. Wieso trotzdem hatte ich? Na, du hattest ja damals noch. Ja gut, aber... Ach so, was du noch sagen wollte. Wir haben ja dieses Audio, begann ja jetzt mit einer ganz besonderen Performance. Was hast du da gemacht? Gebeatboxt? Ja, das ist auch gerade so ein großes Interesse von dir, eine große Leidenschaft, ne? Ja. Jetzt damit, du bist ja erst, hast ja erst damit gestartet. Kannst du dir vorstellen, das erst auch mal auf YouTube zu bringen, ein Video, oder das mit einfließen zu lassen, Beatboxen? Vielleicht. Ich könnte dir mal ein paar Sounds zeigen, die ich kann. Mhm. Wie zum Beispiel mein Lieblingssound. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber das ist mein Lieblingssound. Das klingt so wie Durchfall oder so. Das soll eigentlich sowas wie eine Trommel sein. Ich beherrsche den am besten, aber auch noch nicht so gut. Mhm. Dann noch und k, k, k und z, z, z. Mehr kann ich nicht. Das guckt sich gerade, glaube ich, ein Tutorial an von so einem Beatbox-Lehrer. Mhm. Und es dauert halt ein bisschen. Man braucht da ein bisschen Übung. Und es gibt dann noch einen Sound, aber den kann ich überhaupt nicht. Der geht so... meine Stimme muss ja tiefer werden, Mann. So wie ein Bass, ne? Ja. Mhm. Ja, das kommt noch. Ein paar Jahre. Simon, toll, jetzt muss ich noch ein paar Jahre warten. Nice. Simon, willst du noch was sagen? Ich halte mich dezent zurück. Also, ich werde wahrscheinlich noch andere Videos machen, aber gerade vor am meisten Spaß, da spiele ich das auch am meisten, deshalb komme auch die meisten Video. Ich habe dich gestern aber sagen können. Ruhe. Und du warst so fertig mit dem Reden.
Was du aber auch machst, du streamst regelmäßig, ne? Da können Zuschauer mit dir spielen. Und schneidest du dann das nochmal? Schneidest du dann nochmal ein Video daraus? Ja, meistens. Aber nicht immer. Nicht immer. Ja, Henry, du musst auch noch was sagen. Ja, jetzt haben wir hier ausführlich über die verschiedenen YouTube-Kanäle gesprochen. Ich werde jetzt nicht über meinen YouTube-Kanal reden. Silke hat vor uns mal kurz das Reisen nochmal angesprochen. Und das Witzige war, wir haben ja das WG-Video letztens gemacht, letztens hochgeladen bei hier auf dem Kanal. Und das Witzige war ja eigentlich, dass Silke und ich, wir kannten uns vorher. Und die Jungs, die kamen dann das erste Mal mit auf Sardinien, die kannte ich vorher gar nicht. Und dann kam dann da der kleine Silas aus dem Flughafen und der schon etwas größere Simon. Und ja, und dann sind wir dann irgendwann vom Flughafen, sind wir dann zu uns gefahren. Und ja, die Jungs, die hatten eine sehr geniale Eigenschaft. Und zwar die Toilettenbrille immer sehr lautstark fallen zu lassen. Und wir konnten sehr gut Pizza essen. Ich habe zwar mal die Hälfte übrig gelassen, aber Pizza ist lecker. Die waren aber auch so groß, ne? Die Pizzas. Finde ich aber gut. Ja. Nichts mehr zu essen. Ja, es war eine schöne Zeit damals so. Ne? Da hätte man überhaupt nicht gedacht, dass wir auch mal zusammen wohnen. Ne? Ja, nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Wir haben eine schöne Zeit auf Sardinien. Wir haben dich zweimal 2016 besucht, waren insgesamt 5,5 Wochen bei dir. Mhm. Da haben wir ja eigentlich auch WG-Leben schon. Ja, stimmt. Schon damals schon geübt quasi. Ja, damals war Marielle dabei. Die hatte ja da auch noch einen YouTube-Kanal, jetzt ja nicht mehr. Ich hatte meinen Kanal da schon seit 3 Jahren. Habe ja auch einige Videos damals in Sardinien gemacht. Bei den 2 Urlauben bei dir. Und sind auch sehr, sehr schöne Erinnerungen. Ich werde vielleicht auch mal eins der Videos oben in den Infokarten verlinken. Da haben wir ja schon mal ein bisschen WG-Leben geübt, allerdings noch nicht komplett als YouTuber. Aber wir haben eigentlich noch nie, das ist jetzt das erste Video, was wir wirklich zusammen machen, ja. Audio jetzt bewusst. Ne? Genau. Die Reisevideos ist das eine. Du hast mit Silas auf deinem Kanal ein Video gemacht. Das können wir auch mal oben verlinken. Da hast du ihm ein paar Fragen gestellt. Genau, und ich habe mit den Jungs auch schon mal Videos gemacht. Da gab es so Fragen für euch, so Q&As, da haben viele so gefragt, ja, wie ihr mit der Ernährung klarkommt, ob ihr regelmäßig euren Papa seht. Und auch da gab es ja ganz viele Fragen, könnt ihr euch erinnern. Da hattet ihr aber nur euren alten YouTube-Kanal zusammen, den ihr jetzt auch nicht mehr besteht. Also doch, also es gibt die noch, aber wir führen ihn nicht mehr. Also wir laden da nichts mehr hoch. Silas, möchtest du noch sagen, wie dein Kanal heißt? Ja, Panix. Panix, den werde ich auch viele mal oben verstehen verlinken. Das falsch und denken, dass da kein R ist, aber es heißt Panix. Keine Panix. Ja. Keine Panix. Also falls oben die Infokarten schon voll sind, man kann eigentlich nur 5 Videos verlinken, dann werde ich es auf alle Fälle unter dem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar verlinken, deinen Kanal Panix. Ja. Abonniert mich. Oh, Jackie ist so süß. Ja. Simon, wie heißt dein Kanal? Naromasis. Naromasis. Also den Kanal werde ich auch entweder in den Infokarten verlinken unter diesem Video beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Im zweiten. Im ersten. Zweiten. Ersten. Wieso? Man kann nur einen Kommentar anpinnen. Oh. Ich kann es an zweite Position stellen, aber man kann nur ein gutes Schnäppchen raus. Nein, bloß ist dran. So war es das dann, Henry? Willst du noch was sagen? Ja, so Jungs, dann fällt euch jetzt so auf Anhieb irgendeine witzige Situation ein hier aus dem WG-Leben? Ja, es hält nicht still. Ja, das auch. Das ist die jetzige Situation, okay. Und er rastet immer aus, wenn man die Tür auflässt. Ja, wenn Simon... Und du lässt 2 Jahre lang jeden Tag 10 Mal die Tür offen. Ja, wenn die Tür aus, Simon kann das überhaupt nicht leiden, wenn die Türen ich auf mein, sind. Und ich, ach, ich kann auch noch was sagen. Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn ich ein Video mache oder Henry klappert in der Küche, klappert irgendwie rum und räumt das Geschirr weg oder wäscht auf oder entsaftet oder irgendwie, ich bin da sehr, sehr hellhörig, sag ich mal so. Oder wenn die Türen draußen sich ja, irgendjemand unterhält, Henry mit Simon oder irgendwie so Gespräche draußen oder Geräusche, da kann ich mich nicht auf mein Video konzentrieren. Tom, mir redet keiner oder was? Was? Mit dir. Ja. So, hast du auch noch eine Eigenheit beim Video machen? Ja, ich nehme immer auf beim Video machen. Ja, Silas ist da relativ unkompliziert. Ja. Einfach aufnehmen, spielen, zocken, schneiden, hochladen. Er labert zu viel.
Nein, das ist doch gut, wenn man spielt. Nee, das ist aber sehr unterhaltsam bei dir. Simon, es ist besser, ja. als bei dir. Bei dem einzigen Video, wo du wirklich was gesagt hast, hast du die ganze Zeit nur Lied gesagt. Naja, guck mal, Simon überlegt halt länger, bevor er was sagt. Das ist halt mehr weise. Ja, ich laber halt scheiße. Du bist eher extrovertiert, Simon ist eher introvertiert. Was ist extrovertiert? Was ist introvertiert? Na, das sind Leute, die auch so nach außen gehen. Nein, ich bin garantiert kein Mensch, der nach außen geht. Ich bin viel zu schüchtern. Aha. Aber dann beim Gaming kommt deine extrovertierte Seite nach außen. Das Reden, das Und Reden. Aufnehmen. Ja, du redest gern und du kommentierst alles und redest. Das ist ja wirklich sehr unterhaltsam. Du musst ja auch kommentieren. Ich könnte das auch nicht so. Ich könnte das, glaube ich, nicht so. Also ist meine Hose eigentlich so kaputt? Jackie, was hast du gemacht? Simon? Also ich finde, jetzt redet wirklich zu viel, weil am Ende hat er so ein 20-Minuten-Video und kann halt nichts rauskarten, weil alles irgendwie miteinander verbunden ist. Ja, das stimmt. Das könnte man auch so. Ja, Simon, ich habe aus einem 24-Minuten-Video habe ich 9 Minuten rausgeschnitten und dann waren es 15 Minuten. Also ist doch 9 Minuten! Ich meine, ich hätte bestimmt zu 12 Minuten machen können, aber egal. Aber Simon, du spielst ja auch meistens mit Leuten, ne? Ja. Und ich spiele auch manchmal mit Leuten. Aber meist du nimmst aber auch oft alleine Videos auf. Jetzt zum Beispiel dieses, was hattest du letztens aufgeladen mit diesen, oder mit der Ananas und mit diesen, wie heißt denn das Spiel? Fall Guys. Wie? Fall Guys. Genau. Und das hast du ja alleine gespielt und da redest du natürlich mehr. Ich hätte mit jemandem spielen können, aber niemand war online. Okay. Und ich brauchte ein Video. Übrigens, glaube ich, es wird bald höchstwahrscheinlich ein Let's Play kommen, nur damit ich es wisst. Welches Spiel? Das sage ich noch nicht, das Geheimnis. Mhm. Ihr wisst es ja. Die Jungs, wollt ihr noch irgendwas sagen? Ja, tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Warte kurz, machen wir nicht eine Verabschiedung? Mach ich nicht. Ja, aber das ist jetzt nur für das Audio. Okay, ciao. Tschüss. Das war's von uns, 4 YouTuber unter einem Dach. Ich hoffe, euch hat dieses Gespräch, dieses Video gefallen. Hinterlasst gerne ein Feedback unter diesem Video. Ich verlinke euch die Kanäle von Henry, von Panix und von Naromasis unter diesem Video, beziehungsweise findet ihr die Links im ersten angepinnten Kommentar. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald.